So, Freunde, bevor wir in die neuen Singles gehen, gehen wir in die alte Single von Kontra K mit neuem Video. Das war nur für dich. Funktioniert alles, ne? Ja, gut. Nur für dich war das. Das war der Song, wo wir am Anfang dachten, das könnte Rivers Flow. Wie heißt das Ding nochmal? Von Twilight, die Melodie, ne? Dachten wir, aber war es dann tatsächlich nicht. Joker F und Pizza Mix und Master von King Size und Video von End to End. Jawohl, okay. Boah, das erinnert mich so daran, ne? Das jetzt nicht mehr. Nur der Anfang. Ey, ich hab gelebt, wie man so lebt. Und diese Augen hier haben alles schon gesehen. Und wenn es so sein soll, dann sehen sie alles nochmal. Doch mein Leben für deins geben wär okay. Die Welt ist traumhaft schön überall. Der Mensch oft grausam, eklig und kalt. Ich kann vielleicht nicht viel, aber eines kann ich besser als sie. Schmerzen aushalten, aufstehen und fallen. Boah, dieses Album, ne? Das war auch, muss ich, Rivers flows flow for you. Of you? River flows of you? Ah, ich hab keine Ahnung. Ey, dieses Album war wirklich meiner Meinung nach so wirklich ein Trip der Gefühle. So wirklich zwischen Hass und Liebe und ich halt das aus und ich kann nicht mehr und ich muss aber durch die Hölle, damit ich den Himmel genießen kann. Ey, das war wirklich, das war krass, Mann. Und ja, dieser Song war ein pures Piano-Instrumental tatsächlich, was extrem emotional natürlich ist. Hatten wir auch drüber geredet. Das erste Lied, wo ich das mal gehört hatte, war Curse. Und was ist jetzt? Da, ja, das war das erste Mal, wo ich so richtig, richtig harte Emotionen gepaart mit dem Piano hatte. Und ja, ich feiere sowas. Unglaublich schön. Und jetzt weiß ich endlich, wofür dieses Scheißtalent gut ist. Es fängt für dich die Kugel. Und wird das Leben dir zu schnell, dann halt dich, weil ich kann. Die ganze Welt an und schenkt dir Ruhe. Ich trinke ihr Gift für dich in einem Schluck auf Wex und fang die Pfeile, die sie schießen, mit der Brust. Bevor sie dazu kommen, was sie hassen, in Worte zu fassen, bin ich da und raub den Wichsern die Luft. Sag nur ein Wort, ich geh für dich in Flammen auf. Bevor du eine Träne weinst, gehen wir alle drauf, nur für dich. Boah, das Ding live kann ich mir schon sehr krass vorstellen, ne? Wirklich, mit dem Instrumental darunter, alle auf einmal Feuerzeuge so an, boah, das könnte schon live krass sein. Ich meine, die Rocksachen werden live, glaube ich, genauso geistesgestört sein, aber das wird auch. Ich gebe dir meinen Pop, wenn die Welt dir zu grausam ist. Lass ich den Mond für dich lächeln, wenn du traurig bist, nur für dich. Ganz egal, wie oft ich auch entgleist bin. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht erkannt gerade. Oh nein, ich dachte gerade eben, bevor die Hook kam, warte mal, war das schon so nah, dass man das erkennen konnte? Wait a second, hätte man schon, worauf habe ich geachtet? Oh Gott, ist das süß. Oh. Ich wusste, du bist immer da an meiner Seite. Oh. Jetzt hat das Leben dich gezeichnet. Und ich fühle mich wie ein Bastard, denn ich lass dich viel zu oft allein. Doch auch der Sohn wird mal Vater und Liebe ganz alleine deckt leider keinen Tisch. Man zählt nur noch Momente, an denen man nicht da war. Doch Zeit ist kein Geld im Vergleich zu den Tagen ohne dich. Ich hab 24 Stunden, 12 davon in Action, 6 für die Kids und nur 4 für meinen Schlaf. Das Ding ist, man, also diese Thematik hat man natürlich auch schon oft gehört, ne? Ja, ich hab keine Zeit und aber er verpackt das so unglaublich persönlich, dass es einfach nicht wie so eine Floskel klingt. Es klingt nicht wie der 500. Song, ich hab Mama ein Haus gekauft oder, ne? Dummer Vergleich jetzt, ist nicht ansatzweise so deep, ne? Aber es klingt einfach nicht wie so eine Floskel. 20 Stunden, 12 davon in Action, 6 für die Kids und nur 4 für meinen Schlaf. Die letzten 2 liege ich wach und denke nach, wie ich dir zurückgeben kann, was du mir gabst. Und so geht es mittlerweile schon seit... Die Aufteilung, glaube ich, hatten wir für sein Kind, glaube ich, für seinen Vater und für seine Frau ist der Song, oder?
Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Ja, die Straße raucht mich auf, so gut sie nur kann. Doch wenn ich dieses Chaos, das mich immer kontrolliert, endlich verbrannt hab, dann bist du hoffentlich noch da. Sag nur ein Wort, ich geh für dich in Flammen auf. Bevor du eine Träne weinst, gehen wir alle drauf, nur für dich. Mutter, nee, ich glaub Vater tatsächlich. Der hat so eine starke Bindung öfter mal, also gezeigt, glaube ich, bei Insta und so weiter. Ich denke eher Vater, oder? Ich geb dir meinen Pop, wenn die Welt dir zu grausam ist. Lass ich den Mond für dich lächeln, wenn du traurig bist, nur für dich. Oh, gab's nicht mal so einen Ballettfilm oder so mit so einem Black Swan, glaube ich, oder? Warum muss ich da gerade dran denken? So, als wären das so die Federn, die davon wegfliegen. Aber das ist eher Asche, ne? Ja. Oder zumindest sieht's so aus, ne? Durch die Hölle. Boah, ist das schön. Boah, ich hab direkt so eine kleine Idee im Kopf. Meinte, du hast mich großgezogen. Du, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer ihn großgezogen hat. Ich weiß es nicht. Interpretationsfreiheit. Ich denke, er weiß, um wen es geht, an wen es geht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Für uns ist einfach nur, boah, das war echt schön, Mann. Das Video, ne, mit diesem Welpen auf dem Schoß. Im Endeffekt, ja, er konnte halt, also er musste sich auf den Welpen konzentrieren und durfte nicht zu... Also er musste immer noch Emotionen zeigen, aber durfte halt nicht zu ausrasten, damit der Welpe natürlich noch, ne, seine Ruhe hatte. Oder das hatte eine unglaubliche Wirkung, finde ich. Ne? Unglaublich schön, Mann. Wow. Wow, wow.